Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo wir heute nach links gehen und hoffentlich was Neues finden. Oh, ein Raum mit drei Kisten. Wie lecker. Und da sind ja nur so doofe Juwelen drin. Da war erst die Hoffnung da, und dann wurde sie direkt wieder zerstört. Das sind drei von diesen Augen. Ich dachte, da oben hätte ich gerade eben was gesehen. Okay, habe ich nicht. Dann will ich Krieg mit denen haben. Okay. Sunny muss immer dabei sein. Sven muss einmal den Kraftbooster machen. Ja, und Cypher hat einen Gruppenangriff. Erst einmal Kraft. Dann machen wir... Obwohl, was macht mehr Schaden? Der Eissturm macht mehr Schaden, also boosten wir den. Komm, vielleicht kriege ich ja Frost. Auf zwei habe ich Frost drauf. Ja. Das ist schön. Und immer natürlich auf alle meine Spuren. So, einmal zum Combo hochhauen. Da der keinen Frost hat, gehe ich auf den. So, jetzt will ich aber auch einen Tod sehen. Wie man den... Obwohl, ich will den Feuerballsturm eigentlich mal sehen. Für Eissturm habe ich eh nicht genügend Eishagel. Dann kann ich einmal den Feuersturm machen und dann müsste er eigentlich eh drauf gehen. Komm, ich will's mal sehen. Aua, das tut weh. Wie grimmig die aber auch gucken, während die angreifen. So, auf wen von euch gehe ich? Den Feuerwehrsturm noch nicht. Der tötet noch nicht. Spektralflamme reicht auch aus. Oh, der Feuerball tötet sogar. Ham. Für die Kombo ist aber der Sturm besser. Aber wenn man einen einzelnen generell Schaden draufhauen will und eh der letzte in der Kombi ist, dann kann man noch ruhig auch den Feuerball machen. So, Eishagel. Und tschüss. Und immer noch nicht das verdammte Ei. Wofür bekämpfe ich die? Oh, hier ist Will. Also geht's hier weiter. Ich würde ehrlich gesagt gern erst einmal vorher erkunden. Da war eine Kiste. Ich dachte ganz kurz, das Wasser wäre giftig. Ich muss jetzt, glaube ich, eh oben rum wieder zurück. Und diese Seepferdchen habe ich vorher noch nie gesehen. Toxicus. Sunny und Sven sind gut. Und... Ja, komm. Psycho. Erst einmal Kraft. Sicherheit 2 kann ich gar nicht benutzen. Erst einmal Eissturm. Vielleicht kriegen die ja Frost drauf. Einer hat es zumindest. Blitzschlag auf den. Schade, kein Schock. Das wirkt jetzt nicht so stark. Dieses Auge, das ist halt so krass. Das will ich haben. Mh.
Ich würde jetzt erst einmal nochmal den Eissturm machen, in der Hoffnung, hier nochmal den Debuff irgendwie den anderen zu geben. Schade, hat nicht funktioniert. Tschüss. Andersrum wäre vielleicht schlauer gewesen. Autsch. Sven ist tot. Das könnte ein Problem werden. Okay, Luftsichel. Wo ich immer noch Stufe 1 von nur habe. Ich will noch das Vieh umbringen und das Auge überspringen, ich war das kennen wir schon. So Leute, ich hatte den Kampf beendet, habe wieder kein Ei bekommen, aber ich habe Skillpunkte bekommen, wie zum Beispiel für Hoden, der jetzt mal hier die automatische Heilung haben darf. Sunny hatte noch ein Level Up. Bin ich gerade am überlegen, was ich ihm gebe. Ich würde sagen, ich nehme mir Doppeltreffer. Und Sven hatte auch noch ein Level Up. Da will ich mir Kaskade holen, weil jeder drauf folgende Treffer macht, dass der Schaden sich erhöht. Und der Federsturm, der trifft ja 6-mal hintereinander. Das heißt, er macht sich innerhalb, während der Attacke nochmal stärker. So, jetzt darf ich hier langjumpen. Hier komme ich wahrscheinlich wieder hoch. Haben wir hier schon mal die Gegend freigemacht. Springe erstmal ins Wasser. Natürlich komme ich nur von der Seite dahin. Jetzt muss ich hier langlaufen. Ist da links irgendwas Interessantes? Da geht es nur noch weiter runter. Alter, wie riesig ist denn dieser Dungeon? Oder habe ich einfach nur einen Mist gebaut? Ah, die Seepferdchen. Die sind gegen Wind schwach. Da steht das Team ja dann wohl fest. Zolle erstmal wieder Kraft. Und noch Sicherheit. Ich muss Psycho mal hier Magie holen, dass er mehr Mana hat. So, erst einmal Eissturm. Super, zwei haben Frost gekriegt. Weil wenn ich schon eine hohe Komma habe, dann hau ich es auf alle. Der Wirbelwind macht jetzt nicht ganz so viel Schaden. So. Der Federsturm macht sich mittendrin stärker. Empfiehlt sich eigentlich auch, den als erstes zu verwenden. Wir killen erstmal den, der keinen Debuff hat. So, den Blitzschlag mache ich auf den hier. Obwohl, nee. Doch, Blitzschlag auf den hier hinten. Jetzt ist die Kombo ja höher. Und ich kriege höchstwahrscheinlich einen Crit. Und damit ist er weg. Vor allen Dingen, wenn ich ja die Schwäche ausnutze, dann kommt ja nochmal ein Zusatztreffer. So, den mit dem Schock würde ich eigentlich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Erstmal den Federsturm auf ihn. Mit der Luftsichel müsste ich ihn jetzt umbringen. Ach, dann mache ich einfach nur Arcana Blitz dann drauf.
mache jetzt mal zuerst die Luftsichel. Und dann den Federsturm. So, weg ist er. 3 Sterne und wieder nix. Ich muss nach oben kommen. Jawohl, endlich. Wie es aussieht, stecken wir in einer Art Rätsel fest. Ach du Kacke, was ist das denn für ein Rätsel? Der einzige Weg aus diesem Teil des Dungeons führt durch diesen Raum. Wir müssen das Rätsel lösen. Okay, das nicht. Wahrscheinlich hier jetzt offen. Okay, hier komme ich jetzt durch. Mal kurz gucken. Das macht hier die offen. Jetzt habe ich hier offen. Nein, das nicht. Jetzt haben sich hier wieder Sachen geöffnet. Jetzt komme ich hier durch. Bin draußen. Und irgendwo muss ich noch einen Schalter deaktivieren, um das Teil zu öffnen. Den nicht, weil dann sperre ich mich ein. Die zweimal umgekehrt. Macht das das offen? Nein, dann ist es sogar noch mehr verschlossen. Jetzt gucken. Und offen. Hexerhut. Ist was für Magier. Wer von denen ist denn großartig Magier? Du bist ein Magier, ne? Dann brauchst du statt dem Handschuh eigentlich den Hexerhut. So, und jetzt kann ich mir hier endlich den Weg aufmachen, dass ich auch wieder zurück kann. Aber ich brauche erst einen Festungs-Dungeon-Schlüssel, um wirklich zurück zu können. Ich bin hier auf der Seite immer noch eingesperrt. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Mal gucken, hier unten, hier sind nur 2 Kisten. Oh, ein Schlüssel und noch ein Schlüssel. Was ist hiermit? Ein seltsames Monument eines Blobs. Es scheint ein Schlüsselloch zu haben, doch keiner deiner Schlüssel passt. Ich brauche irgendeinen speziellen Schlüssel dafür. Kann man hier irgendwo nach links? Weil das sieht so aus. Hier ist ein Weg versteckt. Die Trommel. Heilskills verbessert. So, erst die Kiste. Ein Handschuh. Dann gehen wir hier weiter und gehen jetzt wieder dahin, wo wir eigentlich hin sollten. Nämlich hier zu Will. Oh, da bist du ja. Ich habe kurz eine Pause eingelegt, um die Architektur dieses Ortes zu bestudieren. Der Festungsstand wurde als natürlicher Lebensraum für all die Monster geschaffen, die bevorzugt in nun ja Dungeons leben. Die meisten Monster sind ziemlich wählerisch, was ihren Lebensraum anbetrifft. Die Bibliothek des Dungeons sollte sich jedenfalls in diese Richtung befinden, unter der Kanalisation des Festungsdungeons. Wir sollten uns aufteilen, um mehr von diesen labyrinthartigen Korridoren abzudecken. Ich gehe voraus. Ja, ich weiß damit ja, in dieser Richtung geht es auf jeden Fall weiter. Da komme ich nicht hoch. Hier unten ist ein Fluss. Obwohl, nee, ich bin ja in der Kanalisation. Also bin ich gerade in gewisser Weise im Abwasser. Wo alle reinkacken. Da ist Will schon wieder. Shining, du hast es knapp verpasst. Da war dieses Champion-Monster. Mit deiner Champion-Aura sah es so bedrohlich aus. Und es hörte nicht auf, mich anzustachen. Ich weiß nicht, was über mich kam, aber ich ging einfach hinüber und forderte es zum Kampf heraus.
Weißt du was? Ich habe es tatsächlich besiegt. Ich bin so stolz auf meine Monster. Doch gerade als ich meinen Weg fortsetzen wollte, erschien noch ein Champion, genau wie der zuvor. Nun ja, und dann kamst du. Ich nehme also an, dass du dich um diesen da kümmern kannst. Nur zu, ich schaue von hier drüben aus zu. Ja, aber die Kakerlake da, die wir kämpfen hier beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!